So Leute, sag euch mal, wie es gerade in der Werkstatt aussieht, ist eigentlich sträflich. Ich habe sie nämlich ziemlich vernachlässigt während der letzten Wochen, gab aber gut dafür. Ja Mädels, ich würde sagen, ich werde jetzt hier erstmal Ordnung machen, bevor ich euch den Mist hier weiter zumute. Und dann sehen wir uns gleich wieder und dann erzähle ich euch ein paar Worte zu den vergangenen Wochen. Leute, ja, ihr habt sicherlich mein letztes Update gesehen und seitdem, oder sagen wir mal so, kurz nach dem Update sah es so aus in meiner Werkstatt, wie ihr es gerade gesehen habt. Dieses Häufchen liegt seit damals hier und ich habe euch ja gesagt, das wird mein nächstes Projekt. Ich werde euch heute mal erzählen, was ich damit vorhabe. Zu diesem Projekt gehört allerdings nicht nur dieses Häufchen, sondern auch noch der Rest, der hier liegt, oder zumindest ein Teil von dem Rest, der hier liegt. Ja, und das Ganze soll ein Hackblock werden. Also wirklich, wo man auch Fleisch hacken kann, wo man es schneiden kann, Grillfleisch vorbereiten kann und solche Sachen zum Beispiel. Das soll das werden. Das ganze Ding soll mobil werden, also es soll auf Räder gestellt werden, dass ich es in der Küche oder eben draußen im Garten hin und her schieben kann. Bin bisher nicht dazu gekommen, weil einiges passiert ist in den vergangenen Wochen, das mich daran gehindert hat, hier in der Werkstatt überhaupt irgendwas zu machen. Ihr habt ja gemerkt, es war lange nichts von mir zu sehen, weder YouTube noch Instagram oder irgendwas. Das lag nicht daran, dass ich keine Lust hatte. Ich hatte einfach keine Zeit und es sind Dinge passiert, die einfach wichtiger waren für mich zu regeln. Ihr habt ja in dem einen Update gesehen, ich hatte mein Motorrad fertig zu machen. In der Zwischenzeit ist mein Auto kaputt gegangen, es hat einen Motorschaden gehabt und ich habe natürlich versucht, es erst noch zu reparieren. Allerdings fehlte mir, um diesen Schaden zu reparieren, der Platz und eine saubere Garage, die ich auf längere Zeit hätte haben müssen. Also ich denke mal, ich hätte so bestimmt 2 Wochen gebraucht. Deshalb ist dieses Auto dann verkauft worden. Habe in der Zwischenzeit auch ein neues Auto. Und ja, in der Zwischenzeit waren wir in Kurzarbeit. In der Kurzarbeitsphase habe ich ja ein paar Videos hochgeladen gehabt. Aber kurz nach dem letzten Video durften wir zum Glück wieder anfangen zu arbeiten. Und danach war natürlich zeittechnisch überhaupt gar keine Zeit mehr übrig, um in der Werkstatt irgendwas zu machen. Wie gesagt, einige private Dinge, die passiert sind, unter anderem auch das mit dem Auto.
Deshalb kam es einfach nicht dazu. Aber wie gesagt, es lag nicht an der Lust. Das Dumme an der ganzen Geschichte ist, ich hatte ja einige Pläne, die ich auf meinem Kanal umsetzen wollte, also Projekte. Das verschiebt sich nun alles um Wochen, wenn nicht um Monate nach hinten. Wie gesagt, als nächstes kommt sehr wahrscheinlich dieser Hackblock, Hack- und Schneidblock für Fleisch. Danach, denke ich, wird es an meinen Unterstand weitergehen. Daran würde ich ganz gerne weiterarbeiten. Und im nächsten Teil werde ich definitiv auf einige Kritiken bezüglich dieses Unterstands eingehen. Werde euch da dann einiges dran erklären. Und dann wird es sicherlich auch für euch verständlich, warum ich das eine oder andere anders gemacht habe, als ihr es gemacht hättet. So weit, so gut. Dann habe ich auch ein drittes Projekt, mit dem ich sicherlich parallel anfangen werde. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einige von euch interessieren wird. Ich werde eine Art Autopflegekasten bauen. Das heißt, ein Kasten, wo alle Pflegemittel, alle Utensilien, ja unten kommen die sicherlich auch rein, aber vor allem kommen sie in diesen Kasten rein. Alle Utensilien, die man braucht, um ein Auto zu pflegen. Und das ist mir ein Anliegen, denn wie gesagt, ich musste mir ein neues Auto zulegen und bei der Gelegenheit ist mir mal wieder aufgefallen, wie gern und wie leidenschaftlich ich mich eigentlich um meine Autos kümmere. Und dabei ist mir diese Idee gekommen und das werde ich definitiv machen. Meine Frau möchte auch einen Kasten. Ich weiß noch nicht, ob ich einfach einen größeren Kasten baue oder ob wir zwei davon bauen. Das werden wir dann sehen. Das allerwichtigste Projekt allerdings, das wollte ich eigentlich zu Anfang des Sommers bauen. Der Sommer, der jetzt nur so ein bisschen verregnet ist, das hat sich allerdings auch zerschlagen, eben aufgrund einiger Dinge, die ich gerade schon erläutert habe. Nichtsdestotrotz, ich habe bei Stanley angefragt, ob die mich bei diesem Projekt unterstützen würden. Die haben mir das zugesagt und haben auch gleich ein Päckchen losgeschickt. Und ich werde natürlich versuchen, dieses Projekt auch noch in diesem Sommer umzusetzen. Es soll nämlich eine Liege werden. Eine Liege für den Garten, die auch so ein bisschen wippt und auf eine Art und Weise, wie ich es bisher zumindest auf YouTube noch nicht gesehen habe. Für mich war es einfach wichtig, dass das Ding auch wippt und dass es nicht diese typischen gebogenen Kufen unten hat. Ja, also es sollte eher wippen und nicht schaukeln oder umgekehrt. Ich weiß nicht, auf jeden Fall sollte es nicht diese gebogenen Kufen haben und dann einfach hin und her schwenken, sondern es sollte halt in sich wippen. Und das werden wir natürlich versuchen, in diesem Sommer auch noch umzusetzen. Allerdings ist das relativ viel, was ich mir jetzt für die kurze Zeit vorgenommen habe. Und es wird garantiert nicht für alles reichen, die Zeit. Es soll nämlich eine Liege werden. Eine Liege für den Garten, die auch so ein bisschen wippt. Und auf eine Art und Weise, wie ich es bisher zumindest auf YouTube noch nicht gesehen habe. Für mich war es einfach wichtig, dass das Ding auch wippt. Und dass es nicht diese typischen gebogenen Kufen unten hat. Ja, also es sollte eher wippen und nicht schaukeln. Oder umgekehrt, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sollte es nicht diese gebogenen Kufen haben und dann einfach hin und her schwenken. Sondern es sollte halt in sich wippen. Und das werden wir natürlich versuchen, in diesem Sommer auch noch umzusetzen. Allerdings ist das relativ viel, was ich mir jetzt für die kurze Zeit vorgenommen habe. Und es wird garantiert nicht für alles reichen, die Zeit. Natürlich zeige ich euch dann noch gleich, was in diesem Karton drin ist. Stanley oder die Firma Stanley unterstützt mich mit mit diesen Einhandzwingen in unterschiedlichen Größen. Denn ich werde sehr viele davon brauchen. Allerdings werde ich viele von dieser Größe hier brauchen. Das habe ich der Firma Stanley leider nicht mitgeteilt. Die haben einfach ein Paket geschnallt und gesagt, oh, das kann er bestimmt brauchen. Und ja, ich brauche das natürlich auch.
Aber natürlich werde ich mal schauen, dass ich mir hierfür noch ein paar zulege. Denn davon werde ich sehr viele brauchen. Denn es geht vor allem darum, Holz zu verleimen und es in eine gewisse Form zu bringen. Mein erster Versuch in dieser Richtung und ich hoffe, der klappt. Ja, schauen wir mal. Lasst euch überraschen. Das wird sicherlich eine ganz coole Liege und ich hoffe, dass wir die in diesem Sommer auch noch nutzen können. Denn so richtig toll sieht der Sommer ja nicht aus im Augenblick. Jo, so, dann habe ich noch eine Kleinigkeit. Mich hat eine Firma angeschrieben. Eigentlich sollte ich für die gar keine Werbung machen. Die wollten nur ein Foto von mir bei der Benutzung des Produkts haben. Ich bin aber so überzeugt von dem Zeug. Ich finde es einfach genial. Ich weiß auch gar nicht, wie viele. Da wird sicherlich 100.000 andere Firmen geben, die das machen. Ich sehe diese Dinger allerdings zum ersten Mal und habe sie zum ersten Mal in der Hand. Und zwar sind das elastische und wiederverwendbare. Wisst ihr was? Ich drehe mich mal um. Ich guck mal von der anderen Seite. Also das sind wiederverwendbare und elastische Kabelbinder, die man praktisch immer wieder benutzen kann. So sieht das ganze Ding aus. Ich habe das jetzt schon an einigen Stellen benutzt und werde das sicherlich auch hier in der Werkstatt benutzen. Ein Beispiel ist diese Bohrmaschine, diese Standbohrmaschine, wo ich ja hier ganz normale Kabelbinder benutzt habe. Die ich immer, wenn ich die Maschine jetzt umstellen möchte, dann musst du aufschneiden und wenn es dann neu verlegt hast, wieder neu mit Kabelbindern befestigen. In diesem Fall sind die wiederverwendbar. Das ist übrigens die Firma, ich sag's euch mal ganz kurz, Carova, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, das ist die Firma Carova Kunststoff Compounding GmbH. Die hat mir diesen Karton in unterschiedlicher, also mit Kabelbindern in unterschiedlichen Größen zur Verfügung gestellt und die werdet ihr sicherlich demnächst auch noch zu sehen bekommen. So viel dazu. Also wie gesagt, es ist kein großes Update heute. Ich wollte mich einfach nur mal wieder melden, dass ihr wisst, es gibt mich noch. Das war mir wichtig. Nicht, dass ihr denkt, der Typ hat keinen Bock mehr, der hat aufgehört oder sonst irgendwas. Nein, hat er nicht. Er macht auch weiter. Allerdings wird das zeitlich dieses Jahr wirklich sehr, sehr knapp. Und ich denke mal, das nächste Video, da werdet ihr noch mindestens 4 bis 5 Wochen drauf warten müssen. Denke ich mal, es sei denn, es passiert irgendwas, wo ich sage, okay, jetzt habe ich die Zeit. Ich habe zwar ab nächster Woche Urlaub, allerdings ist der Urlaub auch bereits verplant. Deshalb, ich werde es nicht schaffen, sehr wahrscheinlich in dieser Zeit Videos zu machen. Deshalb erst in 4 bis 5 Wochen wahrscheinlich wieder ein Video. So viel erstmal dazu. Und eigentlich war es das auch schon für mich. Mir fällt jetzt weiter nichts ein, was ich zu berichten hätte. Außer vielleicht eins, ich weiß nicht, ob man sieht. Auch ein Grund dafür, warum keine Videos kamen in den vergangenen Wochen. Ich habe knapp 15 Kilo abgenommen und es sollen noch weitere 20 folgen. Insofern hatte ich auch damit zu kämpfen. Mittlerweile kämpfe ich weniger. Die Kilos müssen einfach weg. Sie stören mich mittlerweile. Eigentlich haben sie mich schon immer gestört, weil ich regulär einfach eigentlich schlanker bin. Und ich konnte mich jetzt endlich zusammenreißen und mal die Sache durchziehen. 15 Kilo sind weg, 20 müssen noch. Vielleicht schaffe ich das bis Ende des Jahres. Und ich halte euch auch dahingehend auf dem Laufenden. Eigentlich war es das. Also mehr habe ich wirklich nicht zu berichten. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie immer, stellt sie mir unten in den Kommentaren. Ich werde wie immer beantworten. Ansonsten verabschiede ich mich für heute. Und die nächsten Tage sehen wir uns sicherlich wieder etwas öfter auch mal auf Instagram, denn mal eben so ein Bild hochladen ist schneller gemacht, als so ein ganzes Video fertig zu machen. Also bis demnächst, haut rein, wir sehen uns in circa 4 bis 5 Wochen wieder. Tschüss!